Moin moin Leute und ja, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Kleines Video zwischendurch, ganz spontan. Wir haben heute den 17.10.2022. Die von Anfang an dabei sind, könnt ihr euch an unser allererstes Video erinnern, was wir hochgeladen haben? Nochmal ganz weit zurück, wir machen ja das Urbexen schon länger und haben dann irgendwann mit YouTube angefangen durch Freunde. Weil die meinten, macht doch Fotos oder Videos und ladet dann da hoch. Ja, hat auch bisher immer Spaß gemacht. Zwar sind es ein paar kleine Hürden, so wie jetzt halt mit dem Kanal, dass wir den neu starten nicht mussten, aber wir haben es halt gemacht, weil ist nicht so schlimm. Das Hobby leidet ja trotzdem nicht runter. Das allererste Video war damals Vogelsang. Den meisten von euch bestimmt ein Begriff, weil viele waren schon dort gewesen. Es gibt da zahlreiche Videos drüber. Und ja, wir wollten damals da auch hin und wurden dann wieder runtergeschickt. Gut, wir waren noch ein bisschen selber dran schuld, weil ich habe die Schilder mal einfach ignoriert und mir gedacht, du riskierst es mal, fährst mit Auto so weit drin, wie du kannst. Es war Winter, lag Schnee, wir haben einen silbernen Auto, also von meiner Frau, fällt nicht so auf. Ja, Pustekuchen. Da kam auf einmal ein Pickup aus dem Wald geschossen und dann war eine Frau auf einmal hinter uns gewesen. Wir konnten nur nicht weg. Ja, das war irgendeine Frau vom Naturschutzbund oder von der Forst und die hat uns halt darum gebeten, das Gelände wieder zu verlassen. Hatten wir auch Verständnis für ihr gehabt. Die hat uns aber auch gleich gesagt, sie wollen ja bestimmt hinten zu der Kaserne hin, brauchen sie aber gar nicht weiterfahren, weil spätestens da wird sie der Wachschutz dann vom Gelände jagen. Gut, dem haben wir geglaubt, sind wir natürlich wieder runtergefahren. Irgendwann später allerdings habe ich mal erfahren, ja, da ist zwar der Wachschutz unterwegs, man kann das Gelände aber wohl frei betreten, man kann da spazieren gehen, da gibt es Wege. Und auch heute sind da jetzt überall noch Schilder von der Firma ... Ein Bekannter von mir, Grüße gehen raus an Andreas, hat zu mir gesagt, also wenn ihr das euch noch anschauen wollt, dann solltet ihr euch beeilen und dorthin fahren, weil das Gelände ist fast weg. Als wir damals da waren, das war Ende letzten Jahres gewesen, 21, da haben wir von Weitem schon gesehen, wo wir raufgefahren sind, dass da irgendwo Schuttberge waren und man hat einen Bagger gesehen, aber es war halt von Weitem. Und man hat uns halt gesagt, das Gelände wird abgerissen. Ja. Und der Kollege, halt Andreas, der war da gewesen und ja, der hat zu mir gesagt, das ist... Jetzt habe ich vor ein paar Tagen ein Video gesehen von einem anderen Urbex-Kollegen, der war erst vor kurzem da, wahrscheinlich vor 2 Wochen. Ja, es ist fast alles weg. Da stehen noch vereinzelte Gebäude, ich glaube die Schule ist noch da und eine Turnhalle ist da, vereinzelt. Die Gebäude sind aber alle entkernt. Aber es geht mir ja nicht mal darum, dass es eingerichtet ist oder sonst was. Wir suchen ja auf Lost Places irgendwelche Relikte, Anzeichen für die Geschichte. Das, was ich in dem Video gesehen habe, ist für mich schon interessant. Da stehen noch einige Wände, Mauern, die so eine Reliefmalereien dran haben. Russische Reliefmalereien, Panzer, Soldaten. In der Schule sind noch ein paar Bilder zu sehen mit Matroschkas und sonst was. Aber das sind die kleinen Indizien, die halt für uns auch interessant sind. Ja, weil wir sind Lost Placer. Wir gehen auf Gelände oder in Gebäude, die zerfallen. Ja, wo die Natur halt schon anfängt, Hamm zu machen. Und nicht wie andere, die in Gebäude reingehen, die eigentlich geschlossen sind, gestern geschlossen wurden. Ja, heute wird ja alles als Lost Place degradiert, was verschlossen ist und keinen Besitzer mehr hat. Was ja nicht so stimmt. Jedes Lost Place hat immer noch einen Besitzer. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen jetzt kommendes Wochenende dahin fahren und schauen, was noch übrig ist. Ja. Also erwartet jetzt nicht viel, wenn ihr jetzt irgendwie was sehen wollt, was eingerichtet ist. Ja, trotzdem wäre es schön, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, kommendes Wochenende werden wir da hingehen. Und das Video wird auch vorgezogen. Da werde ich dann vorher eine Premiere ankündigen. Eigentlich ist das gleiche wie ungefähr, wo wir letztes Wochenende waren. Wir waren letztes Wochenende in 2 Bunkeranlagen. Einmal von der Stasi und einmal von der NVA. Das war eine Ausweichführungsstelle gewesen. Die ist im Wald. Und da war es aber auch so gewesen, diese Ausweichführungsstelle hatte vorher mal, vor vielen Jahren, standen oben drauf Gebäude. Da standen Garagen, da standen Unterkünfte, da stand, glaube ich, ein großer Unterstand von LKWs und ein Hubschrauberlandeplatz. Davon siehst du heute gar nichts mehr. Nur vereinzelt irgendwo Betonplatten oder Versorgungsschächte, wo man die Leitungen für Kabel, Funk und Wasserversorgung lang ging. Ansonsten ist das einfach bloß auch ein Wald, den man auch frei betreten kann. Ja, das Ding ist heute ein Fledermausquartier, da gibt es 2 Eingänge. Das gleiche wird auch mit Vogelsang passieren. Da gibt es ja auch irgendwo noch einen Bunker. Da gibt es wohl auch noch einen inoffiziellen Bunker, wurde mir gesagt. Keine Ahnung, wo der sein soll. Der soll auch mal voreingerichtet sein. Also der war so nicht bekannt. Weiß nicht, was da dran ist. Aber den werden wir da nicht suchen. Wie gesagt, wir gehen auf das Gelände, wir gucken uns das an. Wenn wir nirgendwo reinkommen sollten, gucken wir es uns halt von außen an. Da, wo wir reinkommen, gehen wir rein.
Ja, wir sind halt den Tag als Spaziergänger unterwegs. Das heißt, das wird mehr oder weniger ein Wandervideo mit kleinem Bonus dazu. Ja, in dem Sinne, wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei seid. Und ja, wir sehen uns. Danke fürs Zuhören. Haut rein.